Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück hier zu Part Nummer 6. Let's play The Legend of Zelda Skyward Sword HD auf der Nintendo Switch. Ja, hier auf meinem Kanal, wenn ihr neu seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like, wenn euch das Video hier gefallen hat. Ja, wir machen natürlich genau an der Stelle hier weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben ja hier sogar noch die Flasche bekommen, womit wir uns Tränke kaufen können. Und ich würde sagen, das werde ich jetzt als erstes erstmal ganz kurz in Angriff nehmen hier. Oho, willkommen, Hübscher. Junge, das hier ist mein Trankladen. So, schauen wir mal. Meine Tränke wirken wahre Wunder. Wenn du in Schwierigkeiten geraten solltest, soll ich dir noch etwas darüber erzählen. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Dann machen wir erstmal auch klar. Also siehst du die vielen Tränke hier vor mir? Stell dich vor eine Schüssel und drücke A, wenn du einen davon kaufen möchtest. Ach so, wir müssen uns einfach nur vor die Tränke stellen. Okay. Keine Angst, ich erkläre dir vorher natürlich, welche Wirkung er hat. Und wenn du einen gekauften Trank durch Alchemie ein wenig verfeinern lassen möchtest, frag doch einfach meinen Mann hier drüben. Der Gute mag zwar wie ein Hämpfling aussehen, aber beim Windelwechseln und Tränkebrauen macht ihm niemand etwas vor. Ja, sehr, sehr nice. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall erstmal so einen Trank. So einen Heiltrank. Also es heißt hier den roten, würde ich sagen. Untersuchen wir den mal. Das hier ist ein Herztrank. Er füllt sage und schreibe ganze 8 Herzen auf. Ja, ich glaube, wir haben sogar erst 6 im Moment ganz zum Anfang, ne? Das sieht man ja gleich nochmal oben links in der Ecke. Da muss man gleich nochmal hinschauen. Ohne solch einen Trank würde ich mich nicht ins Abenteuer stürzen. Eine Flasche davon kostet nur 20 Rubine. Was sagst du dazu? Ich würde sagen, her damit. Ja, sie hat uns ja die Flasche geschenkt. Das heißt, wir füllen die auf jeden Fall mal auf hier. Und somit haben wir jetzt hier den Herztrank erhalten, der natürlich 8 Herzen wiederherstellt. Ja, wie sie ja schon sagte, vielen Dank und vergiss nicht, wenn du diesen Trank verfeinern möchtest, wende dich an meinen Mann. Nö, den wollen wir erstmal nicht verfeinern. Ich sehe gerade oben links, ja, Tatsache, wir haben 6 Herzen. Ja, so hatte ich das auch in Erinnerung. So, sonst war ich hier, glaube ich, nicht mehr viel in diesem Bazar hier zumindest. Ich glaube aber, hier hinten war noch so ein Weg. Ja, schauen wir hier mal kurz rein. Ah, was haben wir hier denn? Gebieter Link. Diese Schatztruhe hat die Göttin einst für den auserwählten Helden hier hinterlassen. Leider habe ich keine Daten darüber, wie man sie öffnen kann. Ah, das ist ja sehr mysteriös. Ja, sie hat keine Daten, wie man die hier öffnen kann. Das ist natürlich sehr, sehr mysteriös. Ich kann hier auch nichts machen. Also, er zeigt hier auch nichts an oder so. Okay. Das heißt, ich denke mal, die Truhe hier, die kriegen wir irgendwann, ja, im späteren Verlauf des Spieles auf. Was haben wir hier denn noch? WR301B Trapo haben wir hier. Okay. Punkt, Punkt, Punkt macht er nur. Nice, was ist das? So eine Art Roboter, kann man sagen, ne? Nice. Was haben wir hier noch? Hier wird geschmiedet anscheinend. So ein Schmiededings hier. Ja, mit dem Amboss und so. Nice. Auf jeden Fall sehr cool. Ja, ich würde sagen, dann haben wir hier den Bazar so gesehen einmal komplett erkundet. Das heißt, wir können eigentlich raus. Im letzten Part haben wir ja gesehen, wo wir den Schild bekommen hatten. Da hatte der eine ja noch gesagt, ich glaube, der Otos war das. Ja, dass wir nochmal zu der Übungshalle hin sollen. Und wir haben natürlich noch einiges zu durchsuchen hier im Ort. Ich würde sagen, das nehme ich hier auf jeden Fall in Angriff. Jetzt muss ich erstmal schauen. Da hinten sieht man auch schon die Lichtsäule. Da, wo wir eigentlich hin sollen. Ins Erdland, das werden wir natürlich noch machen. Aber hier ist natürlich auch noch einiges, was ich noch gar nicht so durchsucht habe. Zum Beispiel fliegt ja auch hier dieses Haus hier über uns jetzt zum Beispiel gerade wieder. Da hängt auch so eine Glocke dran. Ich weiß jetzt nicht, wie man, ja, zu diesem Haus hinkommt. Ich denke mal, da muss man später, ja, wenn man die Schleuder hat oder den Bogen dagegen schießen, oder? Kann das sein? Das könnt ihr natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich denke mal schon, dass das so ist. Weil warum hängt da sonst die Glocke unten dran? Ich denke mal, das ist auf jeden Fall deswegen, ne? Ja, dann schauen wir mal einmal hinten rüber zu der Übungshalle noch einmal. Ja, weil der Meister Odos hier vorne, ja, da steht er sogar noch hier, ne? Ja, hier ist er. Der hatte ja gesagt, wir sollten nochmal zu der Übungshalle. Das heißt, da rennen wir auf jeden Fall nochmal hin.
wegen dem Schild, welches wir bekommen haben, das Holzschild hier, und ja, das möchte ich natürlich nicht verpassen, und das schaue ich mir natürlich einmal alles an hier. Dann gehen wir einmal hierher und schauen mal in die Übungshalle herein. Schauen wir mal. Link, der Direktor hat mir erzählt, was passiert ist. Ich mache mir Sorgen um Zelda. Ich weiß selbst nicht sehr viel darüber, aber dein Schwert hier stammt nicht aus dem Wolkenhort. Man sagt, es sei ein uraltes Artefakt, welches nur vom auserwählten Helden geführt werden kann. Ja, das Schwert der Götter, das haben wir ja im letzten Part bekommen. Okay. Da du das Schwert trägst, kann ich mir schon denken, was das zu bedeuten hat. Hey Link, ich kann nicht viel für dich tun, aber es gibt da noch eine Sache, die ich dir zeigen kann. Und zwar die Kunst der Abwehr. Na, das ist Neuland für dich, nicht wahr? Beginnen wir mit den Grundlagen. Falls du mal arg in die Defensive getrieben wärst, solltest du dich unbedingt mit deinem Schild schützen. Um ihn wieder zu senken, ziehe entweder dein Schwert oder drücke B, um sowohl Schild als auch Schwert wegzustecken. Okay. Denk jedoch daran, dass du deine Verteidigung aufgibst, sobald du dein Schwert schwingst. Sei also vorsichtig. Ja, das heißt, man kann natürlich, während man sich abwehrt, in dem Sinne, ja, nicht gleichzeitig das Schwert verwenden. Das ist natürlich logisch, ne? Versuch dies als erstes. Ja, dann schauen wir mal. Wir können ja mal kurz schauen, wenn ich jetzt drücke L. Ah, wenn ich L drücke, dann habe ich das Schwert, das Holzschild so vorne, okay? Und sobald ich das Schwert natürlich verwende, ja, ist das Schild natürlich wieder weg, beziehungsweise nach hinten und so. Ja, okay. Das ist natürlich schon mal gut zu wissen, okay? Können wir natürlich nochmal testen hier. Ja, auf jeden Fall sehr nice. Hat er sonst noch irgendwas zu sagen? Schauen wir mal. Wie, du möchtest noch mehr über die Kunst der Abwehr wissen? Grundlagen, Tipps könnten wir nochmal schauen. Grundlagen hat er ja gerade erzählt. Die Tipps können wir nochmal reinschauen. Du möchtest also Tipps zur praktischen Anwendung. Nichts leichter als das. Nutze deinen Schild und halte ihn dem Feind entgegen, wenn er dich angreift, um ihn zurückzuschlagen. Mit der Schildattacke kannst du ihn für eine Zeit lang außer Gefecht setzen und dir einen Vorteil verschaffen. Gegner, die dich mit Wurfgeschossen angreifen, oder Gegner ohne eine klar ersichtliche Schwachstelle, kannst du so leichter besiegen. Das richtige Timing ist das A und O im Umgang mit dem Schild. Du kannst den Schildstab nutzen, um das Timing so lange zu üben, bis du es perfekt beherrschst. Hier ist auch noch ein Schildstamm. Schauen wir mal. Ach, er meint bestimmt hier hinten den hier, ne? Denke ich mir jetzt mal. Untersuchen können wir den. An diesem Stamm hier kannst du das Abwehren üben. Schlage den Stamm mit dem Schwert und führe schnell eine Schildattacke aus, sobald er zu dir zurückschwingt. Aber dann müssen wir halt auf dem linken Stick immer draufdrücken, dann ziehen wir unser Schild. Schauen wir mal, ich versuche das einfach mal, ich ziehe mal mein Schwert. Ja, ist auf jeden Fall machbar. Einfach kicken und dann L drücken. Da muss man natürlich erstmal mit zurechtkommen, aber das ist auf jeden Fall machbar. Also man muss ja nur einmal L drücken, sehe ich gerade, dann kann man auch so rennen. Das ist natürlich auch sehr cool. Das heißt, er hat so das Schild jetzt die ganze Zeit so nach vorne gerichtet. Da brauche ich gar nicht weiter drücken auf L oder so. Das ist natürlich sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, war es das eigentlich hier mit dem Schild, beziehungsweise mit der Übung des Schildes. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nützlich, was er uns jetzt hier nochmal beigebracht hat. So, jetzt muss ich mal wieder dran denken, dass ich natürlich den L-Knopf drücke, wenn ich die Kamera hier bewegen möchte. Das ist manchmal immer noch ein bisschen ungewohnt. Obwohl wir jetzt hier schon den 6. Part haben, ja, habe ich das immer noch ab und zu, dass ich das dann trotzdem ziehe. So, schauen wir mal. In der Ritterschule, ich weiß gar nicht, war hier noch irgendwas? Wir sind ja hier das letzte Mal in unserem Zimmer aufgewacht. Aber wie ich ja schon sagte, ich würde natürlich gerne alles erkunden und alles natürlich einsammeln und so. Und deswegen schauen wir hier natürlich auch nochmal rein. Bei der Toilette übrigens, wo ich das Video vom ersten Part angeschaut hatte,
Da war hier an der Ecke irgendwas, was man untersuchen konnte. Hier, genau. Und da schauen wir jetzt mal kurz. Brave Kinder waschen sich stets die Hände. Ah, mehr ist das gar nicht. Okay, das hatte ich, wie gesagt, beim ersten Part noch gesehen, wo ich mir das Video nochmal angeschaut hatte. Aber mehr ist das gar nicht. Okay, okay, okay. Trotzdem nice, das einmal so zu sehen in dem Sinne. Ja, hier haben wir alles erkundet. Hier rennt sie jetzt hier rum. Schauen wir mal. Oh, gehst du? Dann muss ich jetzt wohl weniger kochen. Pass auf dich auf. Komm hin und wieder hierher zurück, denn es geht nichts über ein nettes Schläfchen im eigenen Bett. Ja, sehr, sehr nice. Bei Nacht sieht natürlich auch alles nochmal ein bisschen anders aus. Das können wir nach und nach natürlich in den nächsten Parts natürlich auch alles gerne in Angriff nehmen und so. Übrigens die eine Brücke, wo wir sonst nicht rüberkamen, ich glaube, da kommen wir jetzt auch rüber. Das können wir natürlich alles nochmal schauen. Erstmal schauen wir natürlich hier in die Zimmer so ein bisschen rein, wo wir vorher gar nicht so rein konnten. Ne? Schauen wir mal, was haben wir hier? Was jetzt, glaube ich, nichts Interessantes. Ne? Also ich kann hier nichts auswählen oder so. Hier scheinen irgendwie so ein paar Käfer zu sein. Schauen wir mal in der Nahansicht hier. Okay. Auch nice, wenn man jetzt alles ein bisschen gründlicher so durchsuchen möchte mit der Nahansicht. Ja, hier sind auch Käfer, okay. Oh, sehr mysteriös auf jeden Fall. Das war das Zimmer von, schauen wir mal kurz, wenn ich da nochmal rangehe kurz. Rax und Struß, okay. Der Rax ist ja sogar hier vorne, der steht hier sogar. So, hier ist das Zimmer von Gruß. Dann schauen wir natürlich, wie gesagt, überall mal rein, da wir da noch nicht drinne waren. Das möchte ich natürlich alles einmal anschauen. Sehr viel Grün auf jeden Fall im Zimmer hier. Ja, schauen wir mal, was er noch sagt. Link, hast du schon einen Hinweis darauf, wo sich Zelda befindet? Ich glaube ganz fest daran, dass du sie finden kannst. Ja, irgendwo im Erdland ist er auf jeden Fall, ne? Hier hätten wir noch einen Schrank, schauen wir mal. Ja, da kommt immer das Gleiche. Du solltest besser nicht, ja, andere Leute Schränke stöbern hier. Das kennen wir ja schon. Aber die Zimmer, wie gesagt, die kennen wir jetzt noch nicht. Schaue ich mir natürlich sehr, sehr gerne einmal an. Ja, hier ist auch unser Zimmer. Zimmer von Link. So, und hier hatten wir Bardo. Ach, Bardo, da können wir sogar rein bei ihm, okay. Da ist er. Nice. Er hat dagegen uns hier verloren. Er hat hier sogar so einen Sack mit Link vorne drauf. Auch nice. Da können wir mal in die Nahansicht gehen. Er hat sogar hier, ja, von Link, ne, denke ich mal. So, das ist auf jeden Fall das Gesicht von Link hier. Sehr, sehr cool. Der Boxer immer gegen Link sein Gesicht. Schauen wir mal. Er scheint ja sehr traurig zu sein hier. Uhuhu. Zelda. Daran bist ganz alleine du schuld. Du hast ja auch gewonnen, ohne überhaupt richtig fliegen zu können. Dann ist es wohl an mir, Zelda aus ihrer misslichen Lage zu retten. Warte nur. Okay. Ja, er ist auf jeden Fall bekümmert wegen Zelda anscheinend, weil sie weg ist. Okay, okay. Schauen wir mal, ob er hier irgendwas sagt, wenn wir da rangehen. Nö, da kommt nur derselbe Text wieder. Okay. Auch nice. Ja, dann schauen wir natürlich direkt weiter hier. Sonst war da jetzt dann nichts Besonderes, ne? Aber links Zimmer, hier hinten war jetzt auch nichts. Hier ist nur das Klassenzimmer noch. Aber hier hat sich jetzt auch so weit, glaube ich, nichts verändert, oder? Doch, sie steht hier. Schauen wir mal. Glückwunsch, Link. Du bist in die Oberstufe aufgestiegen. Dieses Jahr ist die Uniform also grün. Sehr elegant. Zelda würde sich sicher freuen, dich so zu sehen. Mach dir keine Sorgen, wo auch immer sie sein mag. Ihr geht es sicher gut und sie ist bald wieder hier. Oh. Ja, das denke ich auch mal. Die retten wir auf jeden Fall, die Zelda. Die werden wir auf jeden Fall wieder zurückholen und befreien, würde ich sagen, oder? Jetzt können wir hier natürlich auch oben hin. Hier ist ja der obere Ausgang und hier sind auch noch Zimmer. Und stöbern wir hier auch nochmal rein. Meister Odos Zimmer. Oh. Ja, Meister Odos ist ja draußen. Wir können jetzt natürlich mal gucken. Ja, kommt immer derselbe Text. Können wir auf jeden Fall nichts rausholen. Obwohl der Odos nicht hier ist im Zimmer. Aber sonst ist jetzt nichts Interessantes hier. Nur, dann können wir gleich weitergehen. Ja, ich möchte mir ja, wie gesagt, alles einmal mit euch anschauen hier.
Ich versuche natürlich alles im Spiel zu sehen und alles einzusammeln. Ionas Zimmer hier. Ja, bei Nacht bin ich auch mal gespannt im Wolkenhort, wenn wir hier demnächst mal bei Nacht stöbern gehen und so. Wie das dann alles aussieht. Übrigens, der Tresomat schrieb in den Kommentaren, dass die Katzen eigentlich nichts zu sagen haben. Diese Akro-Katze, die wir das eine Mal gesehen hatten, ja, die ist ja eigentlich nichts Besonderes. Also die werden auf jeden Fall bei Nacht werden sie irgendwie aggressiv, hatte er noch geschrieben. Ja, das ist natürlich sehr, sehr nice zu wissen, ne? Aber die eine Mia auf dem einen Dach, da musste man eigentlich nochmal schauen. Weil die sollten wir eigentlich zu dem einen hinbringen. Ja, mein Meister Tytos Zimmer. Ah, er ist sogar zu Hause hier. Und hat hier anscheinend sogar so einen Kratzbaum hier, ne? Hier rechts, okay. Und da ist sogar die Katze hier. Okay. Schauen wir mal, was er sagt. Der Direktor hat mich gebeten, mich um Mia zu kümmern. Ach, die Mia ist jetzt sogar hier schon drin. Das heißt, die können wir gar nicht mehr von dem Dach da runterholen. Ich hatte sie ja einmal runtergeholt, das war ja im ersten Part. Und da hatte er nicht drauf reagiert. Keine Ahnung, warum. Die ist vielleicht niedlich. Ich überlege, mir selbst auch so ein Haustier anzuschaffen. Oh, auf jeden Fall ist sie anscheinend dann nicht mehr auf dem Dach. Ja, wir hatten sie ja eingesammelt bzw. hochgenommen. Aber als ich mit ihm sprechen wollte, da hat das ja nicht funktioniert, wo ich die Mia da auf dem Arm hatte. So, hier haben wir Zeldas Zimmer. Das ist natürlich abgeschlossen. Zelda ist ja nicht zu Hause, deswegen. Okay, es ist natürlich abgeschlossen. Haben wir hier noch? Hier haben wir wieder die Karte, okay, okay. Und er hier noch. Schauen wir mal. Link, endlich bist du in der Oberstufe. Siehst gut aus in der Uniform. Aber es ist unpassend, so zu reden, nachdem Zelda verschwunden ist. Ihr beide wart schon als kleine Kinder befreundet. Ich kann mir gut vorstellen, wie du dich fühlen musst. Aber ihr geht es sicher gut. Du musst nur fest daran glauben und sie wird nach Hause kommen. Ja, sie wird nicht. Wir werden es auf jeden Fall nach Hause holen in dem Sinne. Ich habe noch ein Badezimmer, okay. Schauen wir mal. Ist hier irgendwas Interessantes? Ich glaube eher nicht, ne? Aber wir können ja trotzdem einmal reinstöbern hier. Nice. Jedenfalls ein sehr, sehr schönes Bad, was wir hier nehmen könnten jetzt, ne? Sehr cool gemacht, auch hier mit dem der Statue, beziehungsweise da, wo das Wasser rauskommt hier. Sieht aus wie so eine Ente. Hier haben wir noch eine Fässer, aber kann mein Schwert hier jetzt nicht ziehen, beziehungsweise hier in der Schule kann ich es nicht nehmen, ziehen. Okay, okay. Ja, sonst ist hier nichts, ne? Und übrigens, Tresomat meinte ja mal, ich soll auf jeden Fall öfters auf die Karte gucken. Ja, das war übrigens auch ein sehr guter Hinweis. Jetzt sehen wir hier auch nochmal. Aber sonst ist jetzt nichts Interessantes oder Verstecktes irgendwie. Höchstens hier zählt das Zimmer, was da abgeschlossen ist da. Nö, sonst eigentlich nicht. Dann schauen wir erstmal wieder raus hier. Ja, und schauen wir mal, ob wir hier oben rauskommen. Dann gehe ich direkt hier einmal raus. Ja, über die eine Brücke, über die wir auch nicht rübergekommen sind. Wo das da rüber geht, da schaue ich natürlich auch gleich nochmal lang. Hier sind wir jetzt ja hier oben. Genau, da unten ist die Übungshalle und so. Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, schaue ich erstmal hier hinten lang. An dem Bazar vorbei hier würde ich jetzt sagen. Und ja, in der Höhle da oben übrigens, der Tresemann, wie gesagt, der Tipp übrigens, sehr, sehr vielen Dank nochmal dafür. Ja, dass du mir den Tipp gegeben hast, dann schaue ich nochmal ganz kurz sogar in die Höhle rein, weil da möchte ich natürlich auch ganz gerne nochmal dann einmal auf die Karte schauen, wegen dieser einen Ecke da oben, die ich da ja übersehen hatte, beziehungsweise da konnten wir irgendwie nicht hin. Jetzt muss ich hier glatt nochmal auf die Karte schauen hier drinne. So, hier hätten wir den Weg, der geht hier einmal so rum und dann da hinten rum, die haben wir offen da unten, die Kiste. Aber wie kommen wir hier oben an die eine Ecke da? Das wäre natürlich noch so eine Frage. Ich glaube aber nicht von hier drinnen, oder? Zumindest sehe ich das jetzt nicht, dass wir da irgendwie hinkommen würden. Oder von der Ecke hier. Ich kann da ganz kurz mal hinschauen. Da ich ja ganz gerne alles einsammeln möchte.
Oh nö. Komm, ich metze euch auf jeden Fall alle weg hier. So, was haben wir hier eigentlich? Ach hier, nice, nice, nice. Das ist natürlich sehr cool. Ja, dann können wir natürlich hier rüberspringen und hier haben wir dann die Kiste. Sehr geil, dann haben wir die natürlich auch hier. Sind wir mal immerhin, ja, 20 Rubine. Dank dem Tipp vom Trisomat bin ich hier jetzt nochmal in die Höhle und habe natürlich auch diese kleine Kiste, auch wenn es nur 20 Rubine sind. Aber immerhin, die kann man natürlich auch für Tränke immer gut gebrauchen. 20 haben wir eben sogar ausgegeben, auch. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt wieder raus aus der Höhle hier. Und natürlich hinten, ja, einmal rüber ins Dorf, wo wir ja sonst nicht rüberkamen. Ich denke mal, die Brücke müsste jetzt frei sein. Das heißt, wir müssten da eigentlich rüberkommen. Die Bäume hier übrigens, nice. Kann man auch weghacken, ne? Ja, keine Ahnung, ob das irgendwas bringt, wenn ich jetzt hier alle weghacken würde. Das könnt ihr natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das irgendwie... Ob das irgendwas zu sagen hat mit den kleinen Bäumen hier. Ich habe keine Ahnung. Es könnte natürlich sein, ne? Hier fehlt übrigens auch noch bei der Statue so ein Auge irgendwie. Oh, dann schauen wir erstmal hinten rüber, wie gesagt. Ja, so gesehen eine kleine Erkundung des Wolkenhorts hier in diesem Part. Schauen wir mal, die Kürbisse übrigens. Ja, nice. Die kann ich natürlich auch zerschnibbeln hier. Machen wir einfach mal. Und das Loch in der Mitte, keine Ahnung, was das hier zu sagen hat. Hier, was haben wir hier denn noch? Da ist auch eine Truhe irgendwie, ne? Zwei sogar. Wie kommt man da denn hin? Nice. Irgendwas ist da auf jeden Fall. Aber wie kommt man da rein? Ich könnte natürlich nochmal in die Ego gucken hier. Ah, ich sehe schon. Ich glaube, das ist unter dem Haus dahin irgendwie. Da kommen wir, glaube ich, wenn wir durch... Ja, wenn wir tauchen können, ne? Also hier unten ist ja das Loch da unter dem Haus. Ich denke mal, dass man da nur reintauchen muss. Und dass man dann da hinkommt. Ja, man sieht das auch schon da. Ich glaube, da müssen wir erst das Tauchen lernen. Oh, okay, okay, okay. Ja, das müssen wir dann demnächst nochmal machen. Sie rennt jetzt hier draußen rum übrigens. Hallo Link, hast du hier irgendwo meine Cookie gesehen? Sie läuft mir ständig davon. Ich mache mir große Sorgen. Nö, nur letztens, wo sie hier draußen rumrannte. Aber jetzt haben wir sie nicht gesehen, ne? Sehr mysteriös, würde ich sagen. Ja, und hier die Brücke, meine ich. Jetzt kommen wir auf jeden Fall hier rüber. Und hier liegt schon wieder so eine Katze. Auch nice. Ja, Trisomat schrieb aber eigentlich, die haben jetzt nichts Besonderes, also zu bedeuten, die Kätzchen. Ja, das ist natürlich schon mal gut zu wissen. Ich dachte erst, wir müssen die irgendwo hinbringen zu irgendjemanden. Hier hätten wir natürlich noch ohne Ende Bäume, wo man noch gegenspringen könnte, ne? Im Bazar übrigens, das Netz können wir da noch gar nicht kaufen. Das habe ich da nicht gesehen. Das heißt, Käfer können wir hier, glaube ich, noch gar nicht fangen. Aber wir kommen jetzt hier rüber zu diesem anderen Abschnitt hier vom Dorf, ne? Was natürlich auch sehr cool ist. Wen haben wir hier dann? Die Galea. Oh, du bist doch der Junge, der bei der Vogelreiterzeremonie gewonnen hat. Diese Ritterkluft steht dir wirklich hervorragend. Wenn du so weitermachst, bist du bald ein vollwertiger Ritter. Ja, auf jeden Fall. So, was haben wir hier denn noch? Wir können natürlich mal überall so ein Busch hinschauen. Ja, das da drüben, das kennen wir ja hier, ne? Oh, und da hinten, da gehen wir natürlich dann im nächsten Part auf jeden Fall runter. Ja, hier ist sogar noch der Friedhof, sehe ich gerade. Den konnte man ja schon auf der Karte sehen. Weiß jetzt nicht, ob hier noch irgendwas Verstecktes ist. Könnte aber sein. Wir können die ja tatsächlich auch bewegen hier, ne? Okay, ich würde sagen, ich bewege die mal alle hier. Es kann natürlich auch sein, dass hier irgendwo ein geheimer... Ja, ein geheimer Weg ist oder ein Geheimgang oder so. Schauen wir mal. Nein, nicht wieder zurückziehen. Einmal so lassen. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich glaube aber nicht, oder? Vielleicht bei Nacht. Das könnte natürlich sein, dass man hier auch noch bei Nacht natürlich nochmal alles absucht. Das können wir auf jeden Fall demnächst nochmal machen dann.
So, hier ist jetzt nichts Besonderes, aber die Häuser, die möchte ich natürlich auch durchsuchen. Beziehungsweise auch schön mit den, ja, Bewohnern hier auch nochmal schnacken und so. Dann würde ich sagen, gehen wir hier in die erste Wohnung. Das ist ja hier der erste Eingang. Das heißt, hier schnuppern wir jetzt auch nochmal rein. Oh. Wer ist das? Anati. Okay, heißt sie. Hallo Link, hereinspaziert. Ist Kuku auch schön fleißig in der Schule? Ah, der Kuku, der wohnt dann hier anscheinend mit, ne? Aber sonst ist jetzt nichts. Hier ist eigentlich alles voller Spinnweben hier. Auch nice. Ja, ist alles teilweise mit Spinnweben eingewebt hier. Sehr, sehr unordentlich in dem Sinne. Und alles verwebt. Dann schauen wir natürlich hier auch nochmal ran. Wenn wir das schon überall machen, muss ich das natürlich bei jedem Schrank machen. Könnte ja trotzdem sein, dass da irgendwas versteckt ist oder so, ne? Da können wir jetzt höchstens sitzen hier. Okay, okay. Aber sonst ist hier, glaube ich, auch nichts. Das heißt, dann können wir direkt wieder raus hier aus der Wohnung. Ja, und gehen natürlich in die nächste Wohnung. Oh. Die nächste wäre dann hier links. Und dann kann ich natürlich, da hinten ist die Treppe nur. Da war jetzt kein Eingang, oder? Schauen wir nochmal rüber hier. Können natürlich da oben mal kurz hoch. Wenn wir da hochkommen, Tatsache. Nö, aber hier ist nur anscheinend so ein Schornstein irgendwie. Da kommen wir nicht rauf, okay. Oh. Trotzdem nice. Da oben ist auch irgendwie so ein Windrad, okay. Aber hier einen Eingang für das Haus habe ich jetzt nicht gesehen irgendwie. Kann man hier nicht... Ach doch, hier. Okay, okay. Ich dachte gerade, wir kommen hier gar nicht in dem Haus rein. Ach, wen haben wir da denn? Ha. Ja, Falka ist das, okay. Ich sammle Antiquitäten. Das ist mein Hobby. Viele der Gegenstände hier sind äußerst wertvoll. Pass ja auf, dass du nichts davon kaputt machst. Ah, okay, okay. Wir können ja mal, ich glaube, das habe ich sogar noch so in Erinnerung, wo ich das auf der Wii gespielt habe. Einmal mal hier so gegenrennen gegen die Wand, beziehungsweise gegenrollen mit dem Sprint, das mache ich mal. Tatsache. Was soll das, du Pflege? Was fällt dir ein, meine kostbaren Antiquitäten kaputt zu machen? Du wärst, die wärst du mir ersetzen, du Rabauke. Lass mal sehen, ich schätze den Wert auf etwa 20 Rubine, ein paar mehr oder weniger. Das, was macht das schon? Was sagst du da, du frecher Bengel? Ich soll mir den Wert einfach nur ausgedacht haben? Ha! Erzähl doch keine Blödsinn, ich habe das ehrlich berechnet. Und jetzt will ich keine Ausflüchte mehr hören. Her mit dem Geld, sofort. Beim nächsten Mal bist du dran. Ja, jetzt haben wir dadurch natürlich 20 Rubine verloren, aber ich musste das einfach mal machen. Das hatte ich auf jeden Fall noch so in Erinnerung, dass man das hier auf jeden Fall machen konnte. Ja, ein bisschen habe ich das ja gespielt auf der Wii damals. Nicht viel, aber den Anfang hier, den kenne ich natürlich noch ein bisschen. Ja, hier können wir natürlich auch nicht ran, aber ich schaue natürlich trotzdem, wie gesagt, bei jedem Schrank natürlich einmal alles schön gründlich hier. Sonst haben wir jetzt nichts Besonderes hier, ne? Nö. Na, immerhin, jetzt hat sie 20 Rubine an uns hier verdient. Oh, auf jeden Fall, sonst wäre hier nichts, höchstens die Karte dann noch kennen wir. Dann gehen wir natürlich nochmal ein Stückchen weiter. Und schauen hier einmal. Ja, hier oben hoch, das Dörfchen ist ja noch nicht ganz erkundet. Das heißt, hier wäre jetzt schon die nächste Wohnung. Ja, muss ich natürlich überall einmal reinschnuppern in dem Sinne. So, was haben wir hier? Anscheinend keiner zu Hause. Da schauen wir uns natürlich trotzdem einmal alles an. Das Bild an der Wand, da sieht irgendwie komisch aus. Okay, hier haben wir noch so eine Kinderkrippe, ne? Oh, und ein Schränkchen. Du solltest ja immer der gleiche Text, wenn wir an die Schränke gehen. Okay, okay. Oh. Ja, sonst ist hier nichts. Das heißt, hier können wir direkt wieder rausgehen in dem Sinne. Ja, jetzt sind da natürlich noch ein paar Häuser, die wir erkunden müssen hier oben. Das
heißt, da wäre jetzt noch eines. Das eine da vorne haben wir. Hier ist sogar noch ein Schornstein. Und dann schaue ich ganz kurz mal hier hoch. Was wäre hier denn noch? Da ist auch so ein Kürbisfeld. Okay, okay. Und da oben noch diese eine Mühle. Ja, ich würde aber sagen, da die Zeit hier für den Part nicht mehr reicht, machen wir dieses eine Haus hier und diesen kleinen Rest natürlich im nächsten Part weiter. Ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo in dem Sinne. Ja, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Und dann würde ich auch sagen, bis zum nächsten Part. Das war wieder euer Nobeldecker86. Ciao.